Die Fragestellung ist einfach erklärt. Wir versuchen im Labor an Beschleunigern die Uhr zurückzudrehen und für eine kurze Zeit einen Zustand herzustellen, wie er in den Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall existiert hat. Also das weiß ich in dem Fall ganz genau, weil wir gerade das 30-jährige Jubiläum im letzten Herbst gefeiert haben. Also im Herbst 1986 gab es zum ersten Mal Experimente mit schweren Atomkernen an Beschleunigern, die vorher für Protonen gebaut worden waren. Und dadurch konnte man eben Atomkerne mit stationären Targets aus Atomkernen kollidieren lassen und in den Kollisionen zum ersten Mal Bedingungen erreichen, die wirklich ausreichen, diesen Materiezustand, in dem Quarks und Gluonen befreit sind aus den normalen Hadronen, Nukleonen und so weiter, herstellen. Ich habe Chemie studiert und bin dann während der Diplomarbeit über die Gammaspektroskopie in die Physik reingekommen, und es hat mich eigentlich noch mehr interessiert als die Chemie. Nach der Promotion hatte ich dann das Glück, mit einer Fyodor-Lünen-Fellowship in die USA zu kommen. Die Motivation war einfach, es ist für die Karriere gut und ein Jahr dort werde ich sicher überstehen. Also ich war ganz sicher, ein Jahr und das muss sein und dann gehe ich wieder nach Hause. Und ja, daraus wurden dann 13 Jahre. Ich hatte dann nach 2 Jahren eine Assistant-Professor-Stelle und in den USA ist es eben dann wirklich nur auf einen selber zurückzuführen, ob man an der Stelle reüssieren kann und Associate und Full-Professor wird. Und ja, das ging so im Laufe der Jahre. Und 1996 bin ich dann nach Deutschland zurückgekommen auf eine Professur in Heidelberg und der Aufhänger war, dass zu dem Zeitpunkt konkret die Experimente am Large Hadron Collider geplant wurden und da sollte es eben auch eine Kollaboration geben, in der Kern-Kern-Kollisionen zum Studium des Quark-Gluon-Plasma gemacht werden und dazu musste eine deutsche Kollaboration aufgebaut werden und dazu sind mein Mann und ich zurückgekommen. Besonders stolz ist für mich eine schwierige Frage. Also ich war immer ziemlich begeistert von dem, was ich gemacht habe, muss ich sagen. Und auch wenn ich jetzt an meine Doktorarbeit zurückdenke, das war auf dem Gebiet der Kernspektroskopie, muss ich sagen, ich finde immer noch, das war was Spannendes. Ja, wir haben da Coulomb-Anregungsexperimente bei der GSI gemacht und konnten darüber ganz viele Matrixelemente, die verschiedene angeregte Zustände im Kern verbinden, messen, auch die diagonalen Matrixelemente, die einem dann sagen, wie die Form des Kerns in den verschiedenen angeregten Zuständen ist. Und da konnte ich das erste Mal zeigen, dass es deformierte Kerne gibt, die wirklich 3 verschiedene lange Achsen haben, sogenannte triaxiale Kerne. Und das fand ich spannend, aber in den USA habe ich dann ganz andere Sachen gemacht, viel mehr Kernreaktionen und insbesondere gab es dann eben schon nach 2 Jahren die Möglichkeit, ab 86 diese Kernkollisionen bei wirklich höchsten Energien zu machen und so langsam über 30 Jahre haben wir uns dann eben an dieses Quark-Gluon-Plasma herangetastet und jetzt natürlich am LHC ist das die ideale Umgebung, um das wirklich zu studieren. Ich muss im Nachhinein sagen, ich hatte immer das Glück, dass ich Leute gefunden habe, die mich wirklich unterstützt haben und die an mich geglaubt haben, vielleicht manchmal mehr
als ich das selber getan hätte. Ich denke, das macht einen Unterschied. Und man kann sagen, mit wenigen Frauen in der Physik fühlt man sich vielleicht einsam. Ich habe immer gefühlt, dass es ein Vorteil sein kann, weil man viel mehr bemerkt wird. Und wenn man sich dann nicht ganz dumm anstellt, dann findet man immer Leute, die junge Frauen unterstützen wollen. Also ich muss sagen, das war schon während meiner Doktorarbeit so. Da war ich an der GSI und die Gruppe wurde damals von Dirk Schwalm geleitet, der jetzt leider gerade letztes Jahr im Juli verstorben ist, viel zu früh. Er war dann später Professor in Heidelberg und dann Max-Planck-Direktor. Und ich muss sagen, da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt, die Methode wissenschaftlich zu arbeiten. Er war sehr streng, hat viele Leute vielleicht abgeschreckt, aber es war klar, dass bei ihm nur gezählt hat, was höchsten Standards entspricht und was wirklich rigoros und bis zum Ende sorgfältig durchgeführt war. Und das ist so ja, eine Schule des Lebens, wo man einfach sehr viel lernt. In den USA habe ich dann meinen späteren Mann getroffen, der erstmal mein Chef war. Und ich bin da hingegangen, weil ich auch dachte, das ist jemand, von dem kann ich was lernen. Und habe ich auch viel gelernt und wir haben wirklich viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Dort im Physics Department gab es noch Peter Paul, der jetzt gerade vor einer Woche leider gestorben ist, der nochmal wieder eine völlig andere Dimension reingebracht hat, weil er insbesondere auch gerne die wissenschaftspolitischen Aspekte diskutiert hat und wir haben uns am Mittagstisch dann immer über alle diese Fragen unterhalten und das ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, wo steht man in der Landschaft, wie stehen verschiedene Gebiete der Physik da, wie stellen sich einzelne Institutionen und Labors auf. Also ich denke, ich habe immer wieder interessante Leute getroffen, die mich auch nicht nur motiviert, sondern sehr unterstützt haben. Also ich habe den Anfang des Studiums als schwierig empfunden, weil ich kam von einem humanistischen Gymnasium mit sehr wenig mathematischer und naturwissenschaftlicher Vorbildung und so die erste Mathematikvorlesung, da habe ich dann mal nach der Vorlesung den Dozenten eine harmlose, dachte ich, Frage gestellt, was ich nicht verstanden habe und dann hat er mir gleich gesagt, naja, manche haben es eben und andere haben es nicht und vielleicht sollten sie daraus die Konsequenzen ziehen, also das war mein erstes Semester und es ging dann, die ersten paar Semester waren schon eher ruppig und irgendwann merkt man dann, die anderen haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen. Und ein anderer Punkt, der vielleicht schwierig oder gefährlich war, war der Zeitpunkt, als ich in Stony Brook, als die Tenure Decision gemacht werden musste. Und der Einzige, der eigentlich wirklich beurteilen konnte, was ich gemacht habe, war mein jetziger Mann, mit dem ich damals schon eine Beziehung hatte. Und der konnte sich dann natürlich dazu nicht äußern. Er war dann quasi diskreditiert. Und da muss man dann irgendwie trotzdem überleben. Und ich hatte dann aber auch wieder Glück, dass es im Department einen sehr bedeutenden Theoretiker gab, der dann erstmal gesagt hat, komm, let's write the paper together, we have to do something jointly. Und der sich auch sehr dafür eingesetzt hat, dass bei den richtigen Leuten eben Empfehlungsschreiben eingeholt wurden und das alles rechtzeitig vorlag. Also da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass man dann durch so eine etwas brenzlige Situation durchkommt. Also wissenschaftliche Laufbahn habe ich mich wahrscheinlich ganz früh entschieden, schon in der Schule, vielleicht auch durch den familiären Hintergrund, Professoren, Haushalt, mein Vater war katholischer Theologe. Insofern war mir klar, ich will in die Wissenschaft und mir war eigentlich vom Fach her nur klar, also Theologie soll es auf keinen Fall sein. Aber ob das jetzt Psychologie oder Jura oder Naturwissenschaften sind, das war erstmal offen. Und ich habe dann im letzten Schuljahr von James Watson das Buch über die Doppelhelix gelesen
Und das ist ja wirklich wie ein Krimi, die Geschichte, wie die DNA-Struktur aufgeklärt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, das ist für mich, das will ich machen. Und habe drum auch dann erstmal Chemie studiert. Und ja, in die Physik bin ich einfach reingekommen über die Kernchemie, Kernspektroskopie. Und dann merkt man, das ist eigentlich keine Chemie, das ist Physik. Und dazu muss man auch Physik lernen. Ja, da habe ich auf einmal gesehen, so die Art von Forschung habe ich natürlich nicht gekannt. Mein Vater hat auf gänzlich andere Art und Weise geforscht. Der hat eben viele Bücher irgendwo sich in ein ruhiges Haus mitgenommen und hat dann selber die nächste Vorlesung gemacht oder das nächste Buch geschrieben. Die geisteswissenschaftliche Forschung ist eben ganz anders. Und einfach die Frage, ja, die Natur zu verstehen und zu verstehen, warum die Sachen so sind, wie sie sind, und das so durch Experimente, clevere Experimente und logische Schlussfolgerungen und analytisches Denken rauszukriegen, das war der Punkt, der mich gereizt hat. Und ich erinnere mich auch noch an mein, ich glaube, es war das Aufnahmegespräch für die Studienstiftung, da hat mich ein Professor an einer anderen Universität gefragt, was ich mal werden will. Und ich habe gesagt, ich werde Professorin an der Universität. Und dann hat er gesagt, wie, das kann man sich doch selber nicht einfach so überlegen. Wissen Sie überhaupt, wie gering die Chancen dafür sind? Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich nicht selber weiß, was ich werden will, dann wird das nie was. Also ich würde sagen, das Wichtigste für mich wäre, den Mut zu haben, wirklich den Weg zu gehen, das Studium zu wählen, das Fach zu wählen, das Leben zu wählen, was man wirklich führen will. Es gibt viele Möglichkeiten und nicht jeder und jede muss alles realisieren. Und es gibt Erwartungen von außen, auch gerade was Frauen alles machen sollen. Aber ich würde sagen, Frauen haben auch das Recht, sich auszuwählen, was für sie die Prioritäten sind und was das Leben ist, was sie führen wollen. Und wenn einem vielleicht das Studium und das Beruf das Wichtigste sind, dann hat jede Frau das Recht, das zu realisieren. Und das andere ist, dass man an sich selber glaubt und dass man sich zutraut, dass man das kann und zuversichtlich ist, dass man es schafft. Also einfach mal nur, um gute Forschung zu machen, würde ich sagen, gehört außer einer guten Ausbildung, einer klaren, einer analytischen Art zu denken, natürlich die Neugier und das Bedürfnis, dass man Sachen rausfindet, wirklich versteht. Ich denke, es gehört dazu, dass man ergebnisoffen ist. Man hat natürlich, wir haben alle unsere Erwartungen, was wir finden wollen, aber wir finden eben oft was anderes und wir müssen offen sein, damit wir das dann auch bemerken. Ich denke, es gehört auch jede Menge Integrität dazu, dass man wirklich ehrlich ist und nicht Ergebnisse vielleicht selektiert, wie sie einem in das, gerade in den Kram passen, nach der eigenen Erwartung. Ich glaube, man muss selbst motiviert sein. Die Motivation kommt manchmal durch gute Erfahrungen oder von anderen, aber ich glaube, man muss schon einen langen Atem haben und selber wirklich sich immer wieder motivieren, das zu machen, was man macht. Und ich glaube, man muss auch bereit sein, wirklich hart zu arbeiten. Gut, in der experimentellen Teilchenphysik gehört das zum täglichen Brot und es ist völlig klar, dass die Sachen, die wir machen, so komplex sind, dass wir die nur in einem größeren Kontext überhaupt machen können. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch eine sehr bereichernde Erfahrung, international zusammenzuarbeiten. Auch unsere Gruppen zu Hause sind natürlich international. Wir haben Doktoranden, Postdocs aus allen Ländern der Welt und da entwickelt sich auch in der Gruppe eine ganz andere Dynamik, als wenn alle aus dem gleichen Städtchen im Südwesten Deutschlands kommen. Also die internationale Zusammenarbeit führt natürlich auch dazu, dass man offener ist gegenüber Ländern und Leuten, wo man sonst vielleicht Vorurteile hätte, weil man sie nicht kennt, nicht umsonst
war die erste gemeinsame europäische Aktion der CERN über den eisernen Vorhang hinweg und über alle Grenzen hinweg. Das ist, wo Internationalität und wo Europa funktioniert. In Deutschland sind wir sicher besser als viele Länder. Ob wir am besten aufgestellt sind, weiß ich nicht. Also in den USA zum Beispiel ist eine ganz starke Seite, dass Leute sich immer wieder bewähren müssen und dass sich auch sehr arrivierte Professoren nicht zu schlecht sind, Sachen selber zu machen, im Labor selber zu machen und auch sich von Studenten ruhig herausfordern zu lassen, die sagen, hey, come on, why do you say this or that? Also ich glaube, es ist eine viel flachere Hierarchie. Die Gruppen sind natürlich im Allgemeinen auch deutlich kleiner. Das heißt, man hat mit der Verwaltung der Gruppe überhaupt nicht so viel zu tun. Da ist nicht so viel Geld zu verwalten. Da gibt es auch keine permanenten Mitarbeiter an der Universität. Außer es finden sich 5, 6, 7 Professoren zusammen, die eben was zusammen machen wollen. Und das ist zum Beispiel was, was in Deutschland immer noch relativ selten ist. Jeder Ordinarius ist immer noch so ein bisschen der König in seinem Reich und will nicht unbedingt mit 6, 7 anderen völlig gleichberechtigt zusammenarbeiten und nicht unbedingt der Chef von was sein. Und ich glaube, diese flache Hierarchie und das immer sich wieder bewähren müssen, das hat schon auch was für sich. Oh, die Frühjahrstagung ist natürlich für fast alle, war auch für mich der Anlass, wo man seinen ersten Vortrag hält, wo man zum ersten Mal seine Ergebnisse vorstellt, wo man zum ersten Mal von erfahreneren Kollegen Vorträge hört und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man in wenigen Jahren an derselben Stelle stehen wird. Also die Frühjahrstagung hat schon natürlich auch für die Sozialisierung zwischen den Diplomanden und Doktoranden, die auf einmal sehen, da gibt es ja ganz viele in anderen Gruppen, an anderen Instituten, die vielleicht sogar an ähnlichen Problemen arbeiten. Also das war für mich immer wichtig und ich sehe auch jetzt, dass es für meine Studenten, für meine Gruppe wichtig ist, da hinzugehen und die fühlen sich da immer so richtig wie der Fisch im Wasser. Also ich habe mich da jetzt nicht besonders gefühlt in der Rolle als die erste Präsidentin. Es war für mich aber sicher nicht die Motivation, das zu machen. Für mich war mehr die Motivation, es zu machen, weil ich sehe, dass historisch, wenn man sich so die Fachgebiete der Präsidenten anschaut, die Kern- und Teilchenphysik eher nicht überrepräsentiert sind, und muss mal so sagen. Und ich glaube, eine Fachgesellschaft wie der DPG tut es einfach gut, wenn der Input und die Meinung und die Expertise aus allen Fachrichtungen da reinkommt. Und natürlich, wenn man Präsident ist, hat man auch Einfluss, wer die nächsten Präsidiumsmitglieder werden und kann was dafür tun, dass einfach man von der Expertise her breiter aufgestellt ist. Und wir haben auch durchaus die Kulturen in den verschiedenen Gebieten der Physik sind unterschiedlich. In der kondensierten Materie arbeitet man anders und auch anders zusammen, als wir das in der Teilchenphysik tun. Und die Umweltphysik ist nochmal wieder eine andere Community. Und insofern war das für mich wichtiger zu sagen, wann war eigentlich der letzte Präsident aus der Kernphysik oder aus der Teilchenphysik in der DPG, und dann dachte ich, naja, es wäre eigentlich mal wieder Zeit.